Ein verlassenes Industrieareal im Süden Kalabriens. Hier in Saline Jonike will die Schweizer Energiefirma Repower ein Kohlegroßkraftwerk bauen. Strom vor allem für den italienischen Markt. Davide Damiani ist Sprecher von Repower Italia. Er ist nach Kalabrien gekommen, um uns das Kohlekraftprojekt zu erklären. Hier auf diesem Feld wird das Herz der Anlage sein. Die Turbinen zur Stromerzeugung und die Öfen, wo die Kohle verbrannt wird. Wo heute rostige Tankanlagen und verlassene Fabrikgebäude stehen, sollen dank Geld und modernster Technologie Wirtschaft und Natur neu aufleben. So sagt es zumindest ein Werbevideo von Repower. Nicht nur eine Anlage zur Energieproduktion, sondern die Chance für eine Neubelebung der Region. Ein neues Licht geht auf. Ich bin dagegen. Ich auch. Weil es die Umwelt verschmutzt und gefährlich ist. Für die Umwelt und für unsere Kinder. Vor der Schule von Saline holen Eltern ihre Kinder ab. Das Repower-Werbevideo zeigt hier wenig Wirkung. Im Gegenteil, die Wut ist groß. Die Zukunft ist schon düster genug. Ein Grund mehr, um von hier wegzugehen. Nicht mal die Luft wird uns bleiben. Es wird Proteste geben. Alle werden auf die Straße gehen. Nicht nur hier, denn es betrifft und belastet alle Gemeinden in der Region. Es wird nur wenige Arbeitsplätze geben. Nur für qualifizierte Leute. Wir werden nichts davon haben. Die Probleme werden bleiben. Es ist eigenartig, dass eine Schweizer Firma das Projekt lanciert hat. Die Schweiz, weil es sauber und ordentlich ist. Ausgerechnet Schweizer wollen hier jetzt ein Kohlekraftwerk bauen. Auch in der Politik gibt es Widerstand. Denn laut regionalem Energieplan ist in Kalabrien Energiegewinnung durch fossile Brennstoffe eigentlich nicht erlaubt. Federico Curatola ist Bürgermeister von Bagaladi, einer der Gemeinden, die vom Kohlekraftwerk betroffen sind. Der linke Politiker ist gegen das Projekt und versteht nicht, warum hier ausgerechnet Kohle die Zukunft sein soll. Sie halten hartnäckig am Kohlekraftwerk fest, wie wenn es die letzte Chance für unsere Region wäre. Aus den Bündner Bergen kommt die Kohlekraftidee für Kalabrien. Aus dem Puschlav, von einem Unternehmen, das sich bis jetzt vor allem mit erneuerbaren Energien einen Namen gemacht hat. Die Repower AG. Größter Aktionär ist der Kanton Graubünden. Repower-CEO Kurt Bobst erklärt uns, warum es auch Kohle sein muss. Wir investieren sehr viel in Wasser, investieren, wir investieren sehr viel in Wind investieren, aber die, und auch in solarthermische Projekte, die wir am Arbeiten sind. Aber die Energieformen können den Bedarf in Zukunft, der jetzt steigen, den Strombedarf nicht abdecken. Nicht einverstanden damit sind 24 Wissenschaftler aus der Schweiz. In einem offenen Brief bezeichnen sie die Kohlepläne von Repower als fragwürdig. Mit unterzeichnet hat den Brief auch die Atomphysikerin Irene Egerton, Vizepräsidentin der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften. Doris Leuthard hat gesagt, wenn wir jetzt nicht aus der Kernenergie aussteigen, dann können wir die Erneuerbaren nicht fördern. Wenn wir jetzt aber einfach Kernenergie durch Kohle ersetzen, dann kann man die Erneuerbaren noch viel weniger fördern und macht erst noch etwas gegen die Umwelt. Anti-Kohle-Kundgebung in Chur. Insgesamt 500 Personen demonstrieren am 27. August in Chur gegen Repower. Noch vor den Nationalratswahlen wollen die Kohlegegner in Graubünden eine kantonale Volksinitiative gegen Kohlekraftwerke einreichen. Zur Kundgebung nach Chur sind auch Demonstranten aus Kalabrien angereist. Gegner des Repower-Kohlekraftwerks in Saline. Sie sind aber an diesem Tag die einzigen Gäste aus Kalabrien. In Chur tauchen plötzlich auch Befürworter von Kohlestrom auf. 40 Mitglieder des Kohle-Ja-Komitees Vedere Chiaro aus Kalabrien. Welche Alternativen zum Kraftwerk gibt es? Fragen die Kalabreser Kohlebefürworter.
Und wo sollen die Calabreser arbeiten? Wieder in Saline, Kalabrien. Die Reise der Kohlebefürworter nach Chur sorgt hier noch immer für Gesprächsstoff. Die Kraftwerkgegner fragen sich, welche Rolle RePower dabei gespielt habe. RePower setzt das Dorf unter Druck, auch über diese Jahrkomitees. Sie versuchen, die Meinungen zu beeinflussen. RePower spielt ihr Spiel. Sie will ein Produkt verkaufen. Ich weiß nicht, wie sauber oder schmutzig dieses Spiel ist. In Saline in Kalabrien besuchen wir den Sitz des Kohle-Jahr-Komitees Vedere Chiaro, auf Deutsch Klarsehen. Mit Stolz zeigt man uns die T-Shirts, welche die Demonstranten in Chur getragen haben. Das Kraftwerk ist kein Monster. Das Gras wird nicht absterben und auch nicht alle Fische im Meer verenden, wie die Kohlegegner sagen. Übertreibungen. Die Leute aber glauben daran. Die Reise zur Demonstration nach Chur sei von den Reisenden organisiert und selbst finanziert worden. Von RePower sei kein Geld geflossen, wie die Gegner vermuten. Das Jahrkomitee sei unabhängig. Eine direkte Finanzierung des Komitees hat es nicht gegeben und wird es nie geben. Wir kämpfen nur mit unseren Kräften gegen Lügen und Desinformation zum Kraftwerkprojekt. Sind die Jahrkohle-Demonstranten wirklich auf eigene Kosten nach Chur gereist? Recherchen der Rundschau ergeben ein anderes Bild. Wir konfrontieren den RePower-Chef damit und erfahren Überraschendes. Wir haben insgesamt rund 9'000 Franken an die Reise gezahlt, das ist richtig. Aber das ist im Rahmen von unserer Unterstützungstätigkeit, die man für das, oder Informationstätigkeit, die man für das Projekt gemacht. Grundprinzip, dass es, ich nenne es jetzt mal Kantonsunternehmen, Leute in Italien zahlt, dass sie hier können demonstrieren für ein Projekt von euch. Das ist doch irgendwie völlig schräg, oder? Nochmal, wir sind im italienischen Markt tätig. Wir haben in Italien ein Vertriebsvolumen, das 10-mal grösser ist als das Volumen, das wir in der Schweiz vertreiben. Wir bauen ein Kraftwerk in Italien für einen italienischen Markt. In Chur findet eine Demo statt gegen das Kraftwerk, das in Italien gebaut wird, für einen italienischen Markt. Und wenn man die Zusammenhänge nachher anschaut, ist es vielleicht nicht ganz so schräg. Doch absolut unethisch. Und ich verstehe die Elektrizitätsunternehmungen nicht, wenn sie solche Sachen machen. Kein Wunder, haben sie keine Simix mehr. Auch die Organisatoren der Chura Antikohle-Kundgebung reagieren empört auf die 9'000 Franken für die Gegendemonstranten aus Kalabrien. Wir finden das einfach schon eine Sauerei, weil ich meine, RePower gehört doch zu 46% am Kanton und irgendwie, ja, das ist Geld aus Graubünden, wo praktisch indirekt uns da den Stein weggelegt hat. Und ich hoffe einfach, dass einige Leute in unserer Regierung aufwachen und einmal heranschauen. Am Sitz der Bündner Regierung in Chur will sich niemand äußern. Mehrere Interviewanfragen der Rundschau werden abgelehnt. Es sei Sache des Unternehmens, Stellung zu nehmen, teilt die Standeskanzlei Graubünden mit. RePower arbeitet unterdessen weiter auf die Realisierung des Projekts hin. Auch mit Informations- und Plakatkampagnen in Kalabrien. Plakate, die unter den Kohlegegnern für Aufregung sorgen. Vor allem dieses hier. CO2 sei nicht giftig, heißt es. Es sei eine lebenswichtige Substanz für den Planeten. Jedes Kohlekraftwerk stößt mit jeder Tonne verbrannter Kohle 3 Tonnen CO2 aus. Und diese Tonnen werden in der Atmosphäre eingelagert und schädigen unser Klima. Im Gegenteil, wir müssen wegkommen vom CO2-Ausstoß. Wir müssen 1 Tonne CO2 pro Kopf und Jahr ausstoßen. Und das können wir mit Kohlekraftwerken nicht. Ein neues Kohlekraftwerk, so wie wir die planen in Italien oder in Deutschland, hat Energieeffizienz von 46%. Also das heisst, mit jedem neuen Kraftwerk, das eine alte Anlage ersetzt, wird massiv CO2-Ausstoß eingespart. Noch sieht es hier verlassen und unproduktiv aus. Doch ginge es nach RePower Italia-Mann Damiani, könnte das Kraftwerk bereits 2019 den Betrieb aufnehmen
und wirtschaftlichen Schwung in die ganze Region bringen. Das Leben hier wird besser werden. Das Dorf wird einen Hafen bekommen. Die Anlage wird Arbeit bringen, aber keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Emissionen werden massiv unter den zugelassenen Grenzwerten sein. Im Zentrum von Mailand ist die Luft viel schlechter. Es ist unethisch, sich so zu verhalten. Sie dürfen nicht eine Kampagne führen und dabei behaupten, dass hier mit dem Kraftwerk alles besser wird. Sie dürfen nicht sagen, dass hier keine Schadstoffe in die Luft gehen werden und dabei denken, dass wir das glauben. Wir sind vielleicht rückständig, aber nicht dumm. In Italien könnte der definitive Entscheid zum Bau des Repower-Kohlekraftwerks in Kalabrien schon bald fallen.